So, hier haben wir ein leeres Rämmchen, ja, welches mit Draht gespannt ist. Ja. Der Draht geht einmal so rum und wird hier am Ende mit Nägeln da einmal und da einmal befestigt, so dass es gespannt ist. Hier haben wir eine gewisse Spannung. So, damit die Bienen das Rämmchen aufbauen können, gibt es im Geschäft solche Muster zu kaufen. Ja? Die sind aufgedruckt, die bestehen aus Wachs. Das ist reines Wachs, welches aufgedruckt ist. Man legt das so drauf und dann durch das Erhitzen des Drahtes wird der heiß und dieses Plättchen wird, also der Draht versinkt dann in der Mitte von diesem Plättchen, welches aufgedruckt ist. Also wenn man den hier heiß macht, man da und da Plus und Minus anlegt, Spannung, dann wird dieser Draht heiß und dieses Plättchen schmelzt so lange, bis das ungefähr in der Mitte von dieser Dicke, das ist, wie man sieht, das ist gar nicht dick, ist vielleicht ein Millimeter. So, man muss also wirklich aufpassen, dass das Plättchen versinkt. Damit erhält es eine feste Struktur. Dann kann man das Rämmchen nehmen und in den Kasten reinstellen, damit die Bienen das aufbauen können. Sie werden diese Struktur weiterhin so aufbauen, dass es dann gerade eben mit dieser Kante ist. Also es wird dann so dick von beiden Seiten.